Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von Stars Ausrufezeichen. Stars Ausrufezeichen ist ein 4X-Spiel, also ähnlich wie das 10-Minute Strategy Game oder Civilization oder Master of Orion. Und es ist recht schwer zu bekommen und es ist recht schwer zum Laufen zu bekommen. Aber es lohnt sich in meinen Augen. Eine Warnung vorweg. Es ist alt. Das sollte als Warnung ja eigentlich nicht reichen. Aber es ist wirklich sehr ungeeignet für ein Let's Play eigentlich. Denn es ist größtenteils eigentlich nur ein großer Bildschirm mit jeder Menge Tabellen und komischen Grafiken. Und es wird nicht sehr spannend sein. Also wenn euch Dwarf Fortress von mir nicht gefällt, dann wird euch wahrscheinlich das hier auch nicht gefallen. Aber müsst ihr halt einfach gucken. Ist halt wirklich Geschmackssache. Ich wollte einfach mal gucken, wie weit ich damit komme. Denn ich habe daran echt Gefallen gefunden. Es ist zwar sehr minimalistisch, aber es hat seinen Charme, ähnlich wie Dwarf Fortress auch. Und ich will jetzt mit euch zusammen nach und nach das Tutorial durchgehen. Eins vorweg noch so als kleiner Ausblick, was man hier so machen kann. Das Spiel kann man wirklich über Jahre spielen. Der Zuschauer, der mir den Tipp gegeben hat von dem Spiel, spielt seit 15 Jahren. Das sollte also schon zeigen, wie innig manche Leute hinter dem Spiel hinterher sind. Man kann später auch eigene Sprungtore bauen, man kann Todessterne bauen und all solche Sachen, wie sich das halt von Master of Orion noch gehört, aber halt nicht ganz so grafisch. Wir fangen einfach mal an und ihr schaut selber, ob es euch gefällt oder nicht, sonst habe ich ja inzwischen noch genug andere Projekte. Also, wir hätten gerne ein Übungsspiel. Das Übungsspiel wurde bereits begonnen. Möchtest du noch einmal von vorne beginnen? Ja, möchte ich. Denn ich habe das Tutorial nur zur Hälfte gespielt. Danach habe ich es nicht mehr ausgehalten, habe ein richtiges Spiel angefangen und war total überfordert. Also ja, das Tutorial ist für mich genauso wie für euch. Es sind insgesamt 80 solcher Fenster. Das heißt, es wird eine ganze Ecke dauern. Und hier sind wir jetzt erstmal mit dem eigentlichen Spiel konfrontiert. Falls ihr irritiert seid, warum so viele Taskleisten und Fenster da sind, das Spiel läuft auf Windows 7 in der 64-Bit-Version nicht. Das heißt, entweder muss man es über DOCSBoss zum Laufen bekommen und dann geht es auch nur, wenn man noch ein altes Windows 3.11 rumliegen hat. Oder man macht es so wie ich und benutzt die VirtualBox und baut ein ganz neues Betriebssystem in dem eigenen Betriebssystem auf. Also ich simuliere hier gerade Windows XP und habe es dann darüber zum Laufen bekommen. Deswegen haben wir hier meine Windows 7 Taskleiste, da meine Windows XP Taskleiste und dazwischen noch meine VirtualBox Taskleiste. Ja, aber trotzdem haben wir hier noch mehr als genug Platz. Was übrigens auch ein sehr guter Vorteil von der XP-Version dieses Spiels gegenüber der 3.11-Version ist. Weil auf dem 3.11 hat man alles auf so einem 640x480 Bildschirm und das ist doch ganz schön übel. Aber gut, das eigentliche Spiel jetzt. Wir haben hier unsere Ansicht von dem Sonnensystem ist es nicht. Also von der Umgebungskarte. Das Spiel ist nicht so aufgebaut, wie man es kennt. Also man hat nicht ein Sonnensystem und drumherum viele Planeten. Man hat hier einfach frei schwebende Planeten. Das hat mich am Anfang auch ein wenig verwundert, aber mit der Zeit regnet man es einfach. So, jetzt aber das Tutorial. Willkommen bei Stars. Dieses Übungsspiel begleitet dich durch 36 Jahre eines Spiels. Du beginnst mit dem Hauptplaneten, einigen Aufklärungssatelliten, einem Zerstörer, einem Frachter, einem Kolonisierungsschiff und einem Bergbauraumschiff. Es sind 5 Nachrichten im Nachrichtenfenster abrufbar, da unten links. Stars schickt dir jedes Jahr Mitteilungen über deine Planeten und Flotten und über allen spielerbekannten Ereignissen. Dieses Jahr beinhaltet alle 5 Nachrichten Spieletipps. Keine Mitteilung erfordert eine Handlung. Lies jetzt deine Nachrichten. Das tue ich nicht, denn die ersten 4 gehen nur auf Sachen ein, die im Tutorial noch erklärt werden. Nur das 5. ist noch eine interessante Randinformation. Also, deine Heimatwelt ist Dovetop. Deine Untertanen sind bereit, ihr warmes Nest zu verlassen und das Universum zu erobern. Viel Glück! Wir haben das Jahr 2400. So. Schau dir die Bestandteile des Kommandosfensters im oberen linken Bereich des Bildschirms an. Diese Kontrollen verschaffen dir Informationen und das Kommando über deinen Planeten. Also das hier. Das Fenster Flotten im Orbit zeigt Treibstoff und Fracht an Bord für der bewaffneten Flotte Nummer 1 an. Also hier Flotten im Orbit, bewaffnete Sonne Nummer 1, Treibstoff 50 von 50 Milligramm, was auch immer das für ein Treibstoff ist. Drücke auf den Go-To-Button, um das Kommando über die bewaffnete Sonde zu übernehmen. Momentan haben wir als Ziel ausgewählt, nämlich Stovetop. Wenn wir jetzt auf Go-To klicken, ein Befehl, der noch recht häufig vorkommt, wird die bewaffnete Sonde hier als Ziel ausgewählt und wir können jetzt ihm Kommandos erteilen. So, drücke auf den Go-To-Button, um das Kommando über die bewaffnete Sonde zu übernehmen. Haben wir.
Du erhältst jetzt Informationen und die Gewalt über diese Flotte. Wir sollten die Sonde jetzt auf Erkundungsflug schicken. Sie wurde automatisch von deiner Raumstation betankt und ist startbereit. Im Scannerfenster siehst du eine Sternkarte. Hier. Halte Shift gedrückt und klicke mit der linken Maustaste auf dem Planeten Prune. Prune ist da, Linksklick rauf. Laut den Angaben im Flotten-Waypoint-Fenster, hier, dauert der Flug nach Prune 2 Jahre. Okay, wir haben hier Entfernung knapp 50 Lichtjahre bei Warp-Faktor 5, kann man auch verändern, aber braucht dann halt mehr oder weniger Treibstoff. Flugzeit beträgt 2 Jahre. Treibstoffverbrauch 6 Milligramm für den ganzen Flug anscheinend. Betrachte die Information im Fenster andere Flotten hier, dass die Distanzsonde 2 6-mal so viel Treibstoff an Bord hat wie die bewaffnete Sonde Nummer 1. Also wir haben jetzt hier unseren Treibstoff von dem ausgewählten Ziel und wir haben bei anderen Flotten, also die auch hier über Stovetop im Orbit sind, die Distanzsonde Nummer 2 und die hat wirklich 6-mal so viel Treibstoff. Deswegen ist es wahrscheinlich auch eine Distanzsonde und keine bewaffnete Sonde. Drücke jetzt die Taste N, um deine nächste Flotte zu betrachten. Okay, N. Die Distanzsonde 2 ist unbewaffnet. Es ist unwahrscheinlicher, dass sie auf einen feindlichen Planeten trifft, wenn wir sie zu Planeten oberhalb und rechts davon schicken. Halte die Shift-Taste gedrückt und linksklicke auf den Planeten 90210. Weiter geht's mit der nächsten Flotte. Dieses Mal drückst du auf den Vor-Button in dem Feld, das das Bild der Distanzsonde Nummer 2 zeigt. Das Bild der Distanzsonde Nummer 2 und wir drücken hier auf Vor. Santa Maria 3 ist eine Kolonisierungsflotte. Da wir bisher noch kein Ziel für sie haben, drücken wir noch einmal auf Vor. Bromi Nummer 4 ist ein Frachtschiff. Da wir auch für den Frachter keinen Auftrag haben, drückst du noch einmal auf Vor. Der treue Verteidiger Nummer 5 ist ein Zerstörer und wird uns jetzt als Aufklärer nützlich sein. Halte die Shift-Taste gedrückt und wähle Alexander als Ziel. Da, also wir schicken jetzt in jede Richtung ein Schiff aus, um nach und nach die Umgebung zu erkunden. Drücke die N-Taste. Baumwollflücke Nummer 6 ist ein Roboterbergbauschiff. Wir schicken ihn los, sobald wir einen ausbeutungswürdigen Planeten gefunden haben. Drücke die Taste N nochmal. Wir sind jetzt wieder bei der bewaffneten Sonde Nummer 1. Du hast jetzt alle deine momentanen Flotten gesehen. Das Einzige, was wir in diesem Jahr noch zu tun haben, ist, einen Forschungsbereich für unsere Wissenschaftler festzulegen. Wähle Forschung aus dem Befehle-Menü. Befehle ist hier oben. Forschung. Stelle als Forschungsbereich Waffen ein und drücke dann auf Fertig. Also wir haben hier die Technologien. Es gibt Energie, Waffen, Antriebe, Konstruktion, Elektronik und Biotechnologie. Darunter wird angezeigt, was denn diese Forschung freischaltet in der nächsten Stufe. Das sind die blauen Sachen. Und in der übernächsten Stufe. Das sind die hier unten. Also so kann man schon einigermaßen absehen, was bringt. Und zum Beispiel die Waffen jetzt hier auch bringen auch mehr Terraforming. Also es ist nicht unbedingt immer das Aggressive ist das, das Passive ist das und so weiter und so weiter. Das heißt, jeder Bereich hat schon interessante Sachen mit dabei. Und da können wir auch hier gleich einstellen, was als nächstes erforscht werden soll, nach dem Ablauf dieser 4 Jahre. Aber wir sollen jetzt erstmal Waffen einstellen. Und fertig drücken. Das war's für diese Runde alles. Drücke F9, um die nächste Runde berechnen zu lassen. Zip, das geht schön schnell. Lies die Meldung im Nachrichtenfenster. Wir haben einen ausreichenden Vorrat an Erzen, also sollten wir die Produktion aufnehmen, indem wir einige zusätzliche Fabriken errichten. Die Auftragsliste auf Stovetop ist leer. Go to, damit wir Stovetop als Ziel haben. Und drücke auf den Ändern-Button im Produktionsfenster. Produktionsfenster ist hier, die Liste ist leer, wir würden gerne ändern. Wähle Fabrik in der linken Liste, halte die Shift-Taste gedrückt und klicke 2-mal auf den Hinzufügen-Button, um insgesamt 20 entsprechende Aufträge zu erteilen. Danach klickst du auf OK. Also, Fabrik in der linken Liste, 2-mal mit Shift auf Hinzufügen drücken. 20 Stück. Und drücke auf OK. Mit gedrückter Shift-Taste werden immer 10 Aufträge auf einmal erteilt. Das war's in diesem Jahr. Deine einzige Nachricht. Auf dem Scanner siehst du, dass deine Flotte ihre Ziele noch nicht erreicht haben, sodass dieses Jahr nichts zu tun übrig bleibt. Ja, also diese Dreiecke da sind unsere Flotten. Die können wir auch direkt mit der linken Maustaste ansprechen, dann taucht sie hier unten auf. Also das ist die bewaffnete Drohne, das ist der Verteidiger und das ist die Distanzsonde. Das hier unten ist unser Symbol von dem Spieler. Das kann man auch beim eigentlichen Spieler auch auswählen, wie es aussehen soll. So, und diese gelben Kreise drumherum ist halt deren Radarradius. So, drücke F9, um die nächste Runde zu berechnen. Tun wir doch. Lies die erste Nachricht und drücke auf Go to im Nachrichtenfenster.
bewaffnete Sonde Nummer 1 hat alle Befehle ausgeführt. Go to, um sie wieder als Ziel auszuwählen. Halte die Shift-Taste gedrückt und linksklicke dann auf Hiho. Hiho? Hiho. Dann auf No Vacancy. Slime. Wallaby. Und Oxygen. Habe jetzt eine richtig schöne Linie, wo er langfliegen kann. Lies deine nächste Meldung und drücke Go to, um das Kommando über die Distanzsonde Nummer 2 zu übernehmen. Nächste Meldung. Distanzsonde Nummer 2 hat alle Befehle ausgeführt. Go to. Wir wollen, dass diese Flotte den Bereich oberhalb und rechts unserer Heimatwelt erforscht. Halte also die Shift-Taste gedrückt und wähle Warte. Mobius, Castell und Moholdi. Da oben. Als Ziel. Lies deine nächste Nachricht und springe zur Flotte Treuer Verteidiger 5. Nächste Nachricht ist, Treuer Verteidiger 5 hat alle Befehle ausgeführt. Go to. Halte die Shift-Taste gedrückt und lege Shaggy, also Shaggy Dog, C-Squared, Red Storm, Bloop und Kala Masur als Ziel fest. Lies die nächsten beiden Meldungen und drücke auf Go to. Die nächsten beiden, na gut, du hast 10 Fabriken auf Stovetop gebaut. Du hast einen neuen Planeten entdeckt, der unglücklicherweise nur eine Besiedlung nicht geeignet ist. 0,5% seiner Kolonisten sterben jedes Jahr, wenn du die Flotte, wenn du Prune kolonisierst. Und drücke auf Go to, damit die verfügbaren Daten über Prune im Informationsfenster angezeigt werden. Go to. Hier unten sehen wir jetzt die Informationen. Der obere Graph in der Information zeigt, dass die Temperatur auf Prune etwas zu hoch ist, als dass du sie mit deiner Terraform-Technik in einen erträglichen Bereich verschieben könntest. So. Der zweite Balken hier, der rote, ist die Temperatur. Wir sehen rechts davon so kleinen Diamanten und von dem aus geht ein Strich. Und je nachdem, wie weit der Strich geht, kann man dann bis dahin terraformen oder nicht. Terraforming an sich dauert tierisch lange und selbst wenn wir es jetzt recht lange machen würden, würden wir auf keinen verträglichen Wert kommen. So, der obere Graph der Information zeigt, dass die Temperatur auf Prune etwas zu hoch ist. Ja, das hatten wir schon. Die Diamanten in der unteren Grafik zeigen, dass die Erzvorkommen auf Prune ziemlich hoch sind. Wir sollten den Baumwollpflücker Nummer 6 dorthin schicken, damit er die Erze des Planeten ausbeutet. Klicke mit der rechten Taste auf Stovetop, das ist eine neue Wahl, neue Möglichkeit, eine Flotte auszuwählen, und wähle Baumwollpflücker Nummer 6 aus. Shift-klicke auf Prune. Prune war da. Wirf jetzt einen Blick ins Waypoint-Auftragsfenster. Das ist da unten. Klicke auf das Dropdown-Menü und stelle als Auftrag Robot Bergbau ein. Robot Bergbau. Schau dir die nächsten Meldungen an und springe zu Alexander. Nächste Meldung ist, du hast einen neuen Planeten entdeckt, der unglücklicherweise nicht geeignet ist. Und springe zu Alexander. Die Diamanten in der unteren Grafik zeigen, dass die Erzkonzentrationen auf Alexander deutlich niedriger sind als auf Prune. Ja, die beiden sind ganz schön weit unten, nur der hier ist recht weit oben. Und das scheint wohl eine recht verbreitete Ressource zu sein. Die Diamanten in der unteren Grafik zeigen, dass die Erzkonzentration auf Alexander deutlich niedriger ist als auf Prune. Es war also richtig, den Baumwollpflücker Nummer 6 nach Prune zu schicken. Klicke auf verschiedene Stellen in der Information. Du erhältst dann Pop-up-Informationen zu den Graphen und den angezeigten Werten. Ja, das stimmt. Wenn man bedenkt, dass es ein richtig altes Spiel ist, egal auf was man raufklickt, kriegt man eine recht detailgetreue Information dafür. Zum Beispiel hier, Schwerkraft beträgt momentan 0,13G. Also wenn man hochspringt, kommt man wahrscheinlich nicht wieder runter. Deine Kolonisten bevorzugen Planeten, wo die Schwerkraft in diesem Bereich liegt zwischen 0,22 und 4,4. Ich würde nicht auf einem 4,4G-Planeten leben wollen, aber die kriegen das wohl irgendwie hin. Du bist momentan im Besitz der Technologie, mit der du die Schwerkraft auf Alexander in folgendem Bereich ändern kannst. 0,13 bis 0,15. Wenn du den Umweltfaktor Schwerkraft bis 0,15 terraformst, also den Maximalwert, würde der Planetenwert auf folgenden Wert verbessert werden. Also, ne, kann man sich schon denken, halt bis zu diesem Punkt hier. Würde also auch nicht reichen. So, lies deine nächste Nachricht und springe zum Planeten 90210. Nächste Nachricht. Du hast einen neuen, diesmal bewohnbaren Planeten entdeckt. Deine Siedler vermehren sich um bis zu 5,1% pro Jahr, wenn du 90210 kolonisierst. Und dahin sollen wir hinspringen. Go to. Weil 90210 ein feiner Planet ist, mit hoher Erzkonzentration, sollten wir die Santa Maria 3 sofort hinschicken, um ihn zu besiedeln. Rechtsklicke auf Stovetop und wähle Santa Maria 3 aus. Da.
Klicke auf den Verladen-Button im Fenster im Orbit um Stovetop. Im Orbit von Stovetop, da, verladen. Klicke in den Kolonisten-Balken, ziehe den Balken auf einen Wert von 25 Kilotonnen und drücke OK. Also hier haben wir jetzt unser Schiff, da haben wir den Planeten, wo er drüber fliegt. Auf dem Planeten haben wir 1322 Kilotonnen an Kolonisten. Es ist interessant, dass es in Kilotonnen angegeben ist und nicht in Personen. Aber na gut, wir klicken mal 25 Kilotonnen Personen darauf und drücken OK. Shift-Klicke auf 90210, wähle Kolonisieren aus, dem Dropdown-Menü im Waypoint-Fenster aus. Also Shift-Klick 90210 und Kolonisieren bitte. Das war's dann für dieses Jahr. Mit F9 lässt du die nächste Runde berechnen. Zack. Seite 13 von 80. Ja, wir kommen doch recht gut voran. Aber erstmal danke, dass ihr noch da seid. Ich denke mal, recht viele ungeduldige Menschen werden jetzt einfach weggesprungen sein. Das Spiel an sich wird sich nicht groß verändern von dem, was wir hier haben. Das Einzige, was sich verändern wird, ist halt der Detailgrad und jede Menge Micromanagement. Also wir haben bis jetzt nur einen Planeten, wir werden bald einen zweiten haben, nämlich 90210. Aber ich kann ja mal ein bisschen rauszoomen. So, die hier wären auf der klitzekleinsten Karte möglich. Es gibt wesentlich, wesentlich größere Karten. Und je mehr Kolonien man später hat, desto mehr muss man halt beachten. Das heißt, eine Runde kann dann auch mal eben eine halbe Stunde, Stunde dauern. Weil man andauernd irgendwelche Kleinigkeiten beachten muss. Also, welche Transporter versorgen jetzt welche Flotten und wo sind welche Schiffe hin unterwegs und wo wird was gebaut und so weiter und so weiter. Man muss es halt mögen, diese Art von Spiele. Und wenn ja, dann hoffe ich einfach mal, dass ihr dem hier auch eine Chance gebt. Wenn ihr denn die Zeit und Geduld habt, das überhaupt erstmal zum Laufen zu bringen, das ist eine Sache für sich. Also falls sich da genug Interessierte melden, werde ich auch noch ein FAQ zu dem ganzen Prozess machen, den man machen muss, um hier überhaupt erstmal hinzukommen. Aber na gut, ich hoffe, das hat euch sogar als kleine Einführung, Schrägstrich Abschreckung gedient und wir sehen uns in der nächsten Folge oder bei meinen anderen Projekten. Bye bye.